Irgendwie ist sie auch schon heiß. He's a shirt and tie, he's afraid of commitment. A disc jockey with a good standard of living. Hi. Was geht ab? Ich wollte eigentlich zu George. Ist er da? Macht er sich gerade fertig? Nee, oder? Der kommt gleich. Der holt sein Handy ab. Derzeit. Und du bist? Ich bin die Schwester von George. Heißt Tess. Ah, okay. Also ist nicht da. Ja. Alles! Was geht ab? Was geht ab? Cool, dass du mich besuchst, Alter. Nee, cool, dass du wahrscheinlich vergessen hast, dass wir zum Sport heute gehen, Kollege. Heute? Ja, heute. Das war erst nächste Woche. Nee, was? Nee? Schau doch mal nach nächste Woche, ich will's doch wissen. Ich hab's mir doch extra einen Kalender eingeschrieben, Kollege. Apropos Handy, ich suche mein Handy. Hat irgendjemand mein Handy gesehen? Tess, hast du mein Handy gesehen? Es ist halt wirklich nächste Woche. Nein. Ja, kannst du mich mal bitte anrufen? Ich suche gerade mein Handy. Hast du es mitbekommen? Ja, nein, danke. Korrekt. Ein Scheiß-Handy die ganze Zeit, Alter. Ja, es klingelt. Hört man was? Sag mal kurz ruhig. Nö. Nix. Lautlos. Tess, hast du mein Handy gesehen? Kannst du mal mitsuchen? Hä? Ich muss arbeiten gehen, Geld verdienen. Ich kann doch nicht mehr. Keine Ahnung, wo dieses Handy ist, Mann. Oh, bei euch? Ich hab's. Gib mal her, ich muss arbeiten. Gib her das Ding. Digga! Meine Hände sind hier oben und nicht da unten. Das tut mir leid. Das ist dein Scheiß Ernst. Komm und guck gern, was du gemacht hast. Du kannst fuhren, das ist. Komm und guck gern, mein Handy ist am Arsch. Okay, ich hab dein Handy erstmal gefunden. Also hey, ist okay jetzt. Du hast das scheiß Handy kaputt gemacht. Ja! Leute, das tut mir jetzt mega leid. Ja, okay, komm, ey, pass auf, ich kenne hier direkt an den Ring, da am 51 ist ein Handyladen, da kannst du reparieren gehen. Ja, super. Perfekt, kannst du hingehen. Nein, ich muss jetzt arbeiten. Du kennst ihn, an den Ring war das? Ja. Du kannst mein Handy mitpacken und gleichzeitig auch meine Schwester, weil sie braucht so ein bisschen. Sie muss ein paar coole Leute kennenlernen. Und Hannes, glaub mir, Tess, Hannes ist einer der coolsten in ganz Köln. Ich kenne diesen Scheißladen nicht, ich habe auch keinen Bock, mit ihm rauszugehen, also hat sie die Sachen gegessen. Du kannst gerne das alleine reparieren. Das macht ihr auf jeden Fall. Hannes ist cool, du musst gescheite Leute kennenlernen. Hannes, pass auf meine kleine Schwester auf. Und nee, warte mal. Ich küsse dein Herz, ich bin weg. Nächste Woche Sport, du weißt Bescheid. Danke. Digga, George, bleib mal hier jetzt bitte. Ciao. Hannes, ich hab keinen Bock mitzukommen, das kannst du alleine machen. Ja, na toll. Gar keinen Bock, diese Kratzbürste jetzt hier an der Backe zu haben. Aber gut, Augen zu und durch. Boah, na toll. Ey, gar keinen Bock, mit so einem Milchbubi rauszugehen. Was ein Kleid. Tess, ich hab keinen Bock mehr auf Shoppingtour. Wir wollten einfach nur das Handy reparieren gehen. Ja. Ey, ich kenne dich ja nicht lang und du gehst mir hart. Was ist die Tasche? Was sagst du dazu? Komm bitte Tess. Was sagst du dazu? Bitte. Chill, nein. Nee, die ist wundervoll, voll hässlich. Komm jetzt bitte. Nein, chill. Komm, okay, warte kurz, ich muss kurz mal die Füße machen. Willst du mich gerade verarschen eigentlich? Da will ich nicht hinfallen. Du machst es mit Absicht, ne? Tess, können wir jetzt bitte zu dem Handyladen gehen? Was verstehst du denn da? Komm. Hannes, das bist du ein Spießer. Du bist ein Spießer, Mike ist ein Spießer. Bestimmt ist die Tochter auch so eine Spießerin. Was ist mit der zusammen? Ich kann so nerven. Warte mal, Moment. Was hat denn Lisa jetzt damit zu tun? Die Tochter von Mike, lass sie mal aus dem Spiel, dann ist alles gut. Oh, komm jetzt Hannes, bitte zum Handyladen. Mich nicht ey, du kannst doch alleine hingehen, wenn du willst. Ja, dann gib mir doch einfach die Adresse. Hat ich echt süß. Ich will Mann. Dann kann ich halt suchen. Selbst wenn ich den Navi geben würde, würdest du es nicht hinfinden. Komm jetzt bitte. Lisa. Ja, dann gib mir doch die Adresse. Komm jetzt. Guck, dass ich die ganze Zeit dein Körper hey. Du bist viel zu süß, um so sauer zu gucken. Ich guck doch gar nicht so sauer. Du hast wunderschöne Augen. Dankeschön. Was hältst du davon, wir gehen Cappuccino trinken? Ja, gar nichts, weil wir müssen jetzt auch weiter. Also, ihr könntet mich auch auf einen Prosecco einladen. Ich kenne die Bar da hinten. Du weißt, was du willst. Okay, super. Geh mir. Tess, dann gehst du das Handy reparieren, Tess. Du reparierst das Handy, Tess. Ich hab noch was vergessen. Die Tüte. So, komm, Jungs. Komm. Willst du mich verarschen? Hey, komm her, Tess. Gib mir das Telefon. Tess, gib mir bitte das Telefon. Ich repariere das. Du musst aber nicht denken, dass ich das wegen dir mache. Ich mach's wegen George. Okay. Mo, du glaubst nicht, was hier gerade abgeht, ne? Diese arrogante Schwester von George. Drück die mir einfach jetzt die scheiß Sachen von dir in die Hand und ich gehe jetzt das Handy reparieren, nicht sie, ne? Können wir uns da treffen?
Da ist ein geiler Dönerladen? Ja, okay. Dann bis gleich, ja? Bis gleich. Nee, Junge. Ich find's auch nicht witzig ernsthaft. Wir haben Zeit miteinander verbracht. Ja, mach ich auch gerne. Aber nicht mit 10.000 Menschen vor mir und ich hätte eigentlich einen Termin gehabt, aber nee, kam zu spät, weil Mrs. Tess der Meinung ist, eine Shoppingtour erstmal zu machen. Ja. Du bist halt. Kollege, ich find's nicht witzig. Dafür gemacht mit deinem Mickey Mouse-Shirt. Das passt. Hey. Das ist gut. Du weißt ganz genau, dass ich fresher bin als du. Hey, warte mal. Das ist Tess. Tess? Tess? Hallo? Ich möchte ja ungern stören. Kannst du mal bitte ganz kurz kommen? Danke. Für einen Moment nur, ne? Jungs, Reparaturenschein vom Handy. Kannst du jetzt selber abholen. Ich gehe jetzt einen Döner essen. Hier oben steht die Adresse drauf. Aber guck dir den an, guck uns an. Ja. Ich mach auf jeden Fall keinen Fehler. Mach doch, was du willst. Hey, viel Spaß. Hier kommst du auf Toilette, Jungs, ja? Was? Jetzt mal auf Klo, ist mir doch scheißegal. Ich sag Döner. Ja, Mann! Geile Sau, Alter. Ich schwör bei Gott, die füllen wir ab. Die nehmen wir mit, Alter. Digga, das ist geil. Die füllen wir auf jeden Fall ab. Wie gesagt, die füllen wir ab? Ja. Auf jeden Fall süß. Die hat auch bestimmt. Guck mal, die sieht schon so aus, als würden die Form Angels Affen treiben. Safe. Ja, aber was willst du jetzt machen? Ich meine, keine Ahnung. Wenn die ihren Spaß haben will, ich weiß ja nicht, ob die da irgendwie Bock drauf hat. Aber. Das ist halt noch sehr jung, ne? Ja, der, ich muss da hingehen. Was für die füllen wir ab? Ich hab mich auf Toilette, weil ich da jetzt was trinken muss und dann kann ich erst da hingehen. Ganz kurz. Oh, Hannes, Mann, ich muss dringend, ich hab keinen Platz mehr. Willst du mit dem weiter chillen? Ja, das ist meine Freundin. Was ich glaube nicht, dass deine Freundin ist. Was tust du dir sein auf Aufpasser, Mann? Jetzt nervt nicht, Mann. Okay. So. Dann gehen wir halt noch eine Runde trinken, dann kannst du auf Toilette gehen. Super, okay, danke. Perfekt, komm, let's go. Wie kann sowas George seine Schwester sein? Krass, ne? George ist so korrekt, sie ist das größte Biest, was ich jetzt kennengelernt habe bisher, Mann. Ich seh's, aber... Ich kann dich jetzt nicht alleine mit so Vollidioten mitgehen lassen. Ich weiß, wir gehen jetzt einen Döner essen und dann... Nein, kann ich nicht machen! Nicht sein, dass wir jetzt die ganze Zeit hier Tess suchen müssen. Reg dich nicht auf, das war deine Idee. Ja, aber warum war es meine Idee? Würdest du deine Schwester hier einfach mit so einem Typen in der Stadt... Guck mal. Würdest du sie so rumlaufen lassen? Nein. Nein, natürlich nicht. George ist einfach richtig enttäuscht, wenn ich ihn mit seiner Schwester hier einfach rumlaufen lasse. Ich sage es, das ist richtig. Perfekt, Krankenschein ist aber die beste Idee. Hey, ich will nicht stören, ganz kurz, aber hast du geguckt? Nach dem Handy, hast du abgeholt? Nein, hab ich nicht. Was bist du denn, Kontrollfreak? Warum nervst du so? Dann gehen wir jetzt zusammen. Ich geh das gleich abholen, ohne dich. Nee, wir gehen gleich. Wir holen. Laber mich nicht voll. Nein. Laber uns nicht voll. Vermassel uns mal nicht den Abend heute. Wir haben genug Kohle ausgegeben, komm. Okay, stopp. Was denn? Wir wollen heute auch noch zum Zug kommen. Was ist das? Stopp! Was labert ihr? Warum? Denkt ihr, weil wir ein bisschen heute ausgegeben haben, dass wir in die Kiste steigen? Jetzt. Seid ihr dumm oder so? Komm jetzt mal mit. Du, Hände pack dich nicht an, Mann! Du denn? Was seid ihr für notgeile, ekelhafte Typen? Was willst du? Doch kein Schwänzen, Alter. Hey, jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt bleib mit dir. Bleib mal die Fresse runter. Seh zu. Du, fass mich nicht an. Verpiss dich doch. Komm, mach mal einen Abgang jetzt. Scheiß auf die Bitch, komm. Scheiß auf die Bitch. Knist, Alter. Alles gut? Ja, ich bin umgeknickt, Mann, wegen diesem hässlichen Geht's? Vogel, Alter. Sollen wir die stützen? Ich will nach Hause gehen, einfach. Komm, viel Spaß. Okay, stopp. Warte kurz 5 Minuten und ich gehe kurz das Handy holen und dann können wir zusammen gehen. Tut mir leid. Ja. Okay. Wo war das nochmal? Vorne und dann rechts. Okay, sorry. Beeil dich, bitte. Komm sofort. Beeil dich. Geht's euch? Es passt. Jungs, habt ihr noch was Kühleres im Kühlschrank? Das ist schon alles aufgetaucht. Nein, ey, ist alles cool. Ist alles cool. Könnt ihr eigentlich? Nein, ist alles gut. Es tut schon gar nicht mehr weh. Doch, guck mal. Ey, es tut schon gar nicht mehr weh. Guck mal. Wie ein junges Bambi. Wahnsinn. Mir passiert gar nichts. Ein echter Mann spürt keinen Schmerz. Genau so sieht ziemlich aus. Wir hätten eh nichts gehabt. Hey, hör auf! Zoom mir mal zu. Die ganze Scheiße wäre eben nicht passiert, wenn du dich ein bisschen benommen hättest. Und du hättest dich auch nicht einmischen müssen. Du bist mich gerade verarschen. Ich bin der Grund, warum du noch lebst. Der hat dich zu Hackfleisch verarbeitet, Mann. Ach, ist nicht so? Ah, guck mal, jetzt einen auf den, ne? Das ist klar. Ich habe auch schon gehört von deinem Bruder, dass du hier ganz schön einen drauf machst in Köln. Ja, ich muss auch die Stadt um sich machen. Ihr seid ja alle Spießer, ich muss euch mal ein bisschen hier. Ja. Hast du Lust, mir dein Zimmer mal zu zeigen? Die Wohnung sieht relativ cool aus hier. Zimmer. Ja, einfach mal so. Ich will mal gucken, ob du auch so unordentlich bist wie 2 Couchen. Ja, hier ist Couch halt, ne? Ja, Couch. Mhm. Interessant. Ja, das ist Hannes Zimmer. Hannes Zimmer. Mhm. Schreibtischen, ne? Fernseher, Bett, Stehlampe. Ist alles da, was man so braucht, wenn man halt Zimmer hat, ne? Mhm. Ah, ich mach mal kurz die Tür zu.
Warum? Warum? Also ich fand deine Aktion heute mega heiß, als du auf Beschützer gespielt hast. Und deswegen dachte ich mir, das kann gelingen. Oh fuck, Mann. Tess ist doch Georges kleine Schwester. Das ist irgendwie voll weird. Aber irgendwie ist sie auch schon heiß. He's a shirt and tie, who's afraid of commitment. A disc jockey with a good standard of living. He likes love, love, but won't pay the price. He cleans up well and he's also nice. Time stands still. Hallöchen. Was geht ab? Kannst du mir einen Gefallen tun, bitte? Kannst du deine Sachen nehmen und bitte gehen? Du willst mich jetzt ernsthaft mitten in der Nacht rauswerfen? Tess, das, was wir hier gerade getan haben, ist ein Riesenfehler. Ich weiß nicht, ob du das nicht verstehst. Oh, was will denn jetzt Maike von mir? Hey. Hallo? Hallo. Ah, okay. Hi, George. Tess, hey, ich bin gerade nach Hause gekommen vom Feierabend, Alter. Wo ist mein Handy? Du wolltest mein Handy reparieren. Ja. Wo treibst du dich schon wieder rum? Wo bist du? Komm jetzt nach Hause und bring mir mein Handy. Ja, ich bin noch mit Freunden unterwegs und dein Handy ist repariert und ich bring das, sobald ich zu Hause bin. Ja, okay, gut. Hört sich doch schon mal gut an. Ja, okay. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Kannst du abregen? Kannst du dich mal abregen? Dein Bruder hat dir gerade angerufen. Verstehst du das nicht? Und jetzt? Tess, bitte. Bitte nimm deine Sachen und geh jetzt bitte nach Hause. Denkst du wirklich, George, wird das so geil, wenn du mich mit in der Nacht rauswirfst? Deswegen sage ich dir jetzt noch eins. Ey. Reg dich ab und komm einfach wieder ins Bett. Ich werde definitiv jetzt nicht hier schlafen. Denk dran, niemand darf irgendwas davon erfahren, okay? Und erst recht nicht George. Tess, guck mir in die Augen, bitte. Okay. Ich werde George nichts davon erzählen. Okay, perfekt. Oder bitte, ja doch? Reg dich ab, Mann. Es ist nicht witzig, okay? Richtig viel Spaß. Ganz kurz noch was anderes. Wie war's denn eigentlich mit Tess? Hat George noch irgendwie, also... Der kann sich ja bestimmt denken, dass wir Sex hatten. Und ich hab's auch ehrlich gesagt nicht verleugnet. Willst du mir gerade sagen, George weiß, dass wir beide... Ist dir eigentlich aufgefallen, wie heiß Leo geworden ist? Ist ja der Wahnsinn. Verliebt oder was? Nein, ich weiß nur noch, warum ich so verrückt nach ihr war. Mach's gut.